Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel hier im Ibrox Stadium. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Schottland gegen Dänemark. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Wir sehen das 5-2-2-1. Sie spielen mit der Fünferkette, wollen also zunächst mal in der Defensive kompakt stehen und dann natürlich auch offensiv für Wirbel sorgen. Es soll dann über die Außen gehen. Ist ja eine Taktik, die immer wieder sehr interessant ist. Ist die heutige Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Andreas Christensen spielt mit Simon Kjær in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und offensiv bieten sie zu Beginn dieser heutigen Begegnung nur einen Stürmer auf. Es geht los in dieser Partie. Anstoß haben die Dänen. Alexander Barr. McTominay. Ja, viel Einsatz. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Und da geht der Spieler dazwischen und faked den Pass ab. Callum McGregor. Ball ist weg. Scott McTominay. Super durchgesetzt. Ah, da wäre jetzt Platz. Endstation Torhüter. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten, aber sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Jetzt ist die Kugel weg. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Aaron Hickey. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück.
Ja, mit viel Einsatz Ballgewinn. Da haben sie die Chance. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Wir schauen uns das Tor noch mal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. McTominay. Callum McGregor. Guter Vorstoß, kann was werden. Wichtige Aktion. Und Eriksen. McTominay. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Viel mit Auge. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Pausenpfiff im Ibrox Stadium. Jetzt geht es hier also erstmal in die Pause. Bislang ist das hier ein guter Auftritt, oder? Wie ist deine Einschätzung? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt geht es hier weiter mit diesem Spiel. Wir gehen rein in Durchgang 2 hier im Ibrox Stadium. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Wäre gefährlich geworden. Ganz enge Entscheidung. Schiedsrichterin entscheidet abseits. Jetzt ist er durch. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Da ist die Wiederholung. Wunderbar gemacht. Aus der Drehung das Tor. Das ist technisch gar nicht so einfach. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Callum McGregor. Ganz energisch. Er zieht einfach vorbei. Zieht gut zurück. Souverän gemacht vom Torwart. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Callum McGregor. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Tierney. Er fängt diesen Pass ab. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Aber wir sehen es, Ballverlust.
Ballgewinn hier. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Angriff der Schotten jetzt. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Klasse, wie er dahin geht. In den freien Raum. Und das ist der Ballverlust. So, was machen Sie draus? Callum McGregor. Jetzt ist Platz für den Konter. John McGinn. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Gleich wird hier ausgewechselt. Lindström. Damit war es das für heute in diesem Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift ab. Die Gäste haben gewonnen. Klarer Sieg also am Ende. Ein ungefährdeter Erfolg. Das war schon klasse, wie Sie hier heute aufgetreten sind. Da haben Sie überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Schönes Spiel, schöne Leistung, Tor gemacht, Sieg eingefahren und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können als diesen einen Treffer, da hat so ein bisschen das Glück gefehlt.